unten Block drinne und geht von ihnen weg, heißt das, kommen sie auf mich zu. Steht dann mit dem oben Block vor ihnen und geht von ihnen nach links oder rechts, heißt das, richten sie sich nach mir aus. Und zwar nur derjenige, der angeschaut wird. Treten sie nicht die ganze Linie mit, vergessen sie das nicht. Fragen dazu? Keine, sehr gut. So, mehr ist es auch fast gar nicht. Wir haben noch ein paar kleine Pünktchen noch. Und zwar die Befehlsart, die es gibt. Es gibt einen Ankündigungsbefehl und es gibt einen Ausführungsbefehl, also Ankündigungsteil und einen Ausführungsteil eines Befehls. Wenn es heißt, mir nach, Marsch, ist der Ankündigungsteil auf mir nachgelegt und das Marsch der Ausführungsteil. Sie bewegen sich erst, wenn das Wort Marsch erklingt. Genauso wie es heißt, legt an. Ankündigungsteil legt und an der Ausführungsteil. Genauso wie bei präsentiert, präsentiert das Gewehr etc. pp. Fragen dazu? Genau, wir werden jetzt auch merken, es gibt auch Befehle, die haben zum Beispiel Feuer. Ja, wo ist da der Ausführungsteil? Ganz einfach, da ist das Feuer, der Ankündigungsteil und das R, der Ausführungsteil. Auch bei solchen Sachen gibt es eine Ankündigung und Ausführungsteil. Allerdings muss das relativ schnell abbrennen, nicht so wie beim Links um. Da haben sie schon Zeit beim Feuer, achten sie auf das R und erst dann schießen sie. Deswegen gibt es da auch einen Ankündigungs- und Ausführungsteil. Becht! Oh! Wie nach! Marsch! Nicht im Shift-Modus. Einfach nach. Gut! Also das Wichtigste, was Sie jetzt heute fürs Line-Battle wissen müssen, ist, wenn es heißt Marsch, drücken Sie die W-Taste. Kein A, kein D, kein S. Sie drücken nur die W-Taste und nehmen die Maus zum Korrigieren. Bitte nicht die A und T-Taste. Sie verlangsamen die komplette Linie, die hinter Ihnen ist. Und Sie werden besser getroffen von gegnerischen Schützen. Also, nur die W und die Maus. Mehr ist es nicht. Links, rechts, oben, unten und so weiter. Benutzen Sie auch die Zirkumflex-Tasten nach rechts und links. Mehr ist es nicht. Linie. Halt! Nur bis zum Ende vorgehen und nicht im Shift-Modus links. Oh. Gibt es von Ihnen jetzt noch Fragen? Keine. Sicher. Weil wir hatten Sie jetzt nämlich ins kalte Wasser werfen und Sie mit der Infanterie zusammen trainieren. Dim dim. Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann noch einen wichtigen Satz. Es liegt an Ihnen, den habe ich halt vor uns schon mal gesagt, es liegt an Ihnen, wie weit Sie hier kommen. Nicht an mir, nur an Ihnen. Ich bin schon lange hier, ich habe mich hochgearbeitet, nicht hochgeschlafen, wie einige sagen, sondern hochgearbeitet, mit vielen Sachen. Ob das nur Engagement, was das TS betrifft, oder um mehr Leute hier reinzukriegen, oder ob die Community mehr zusammenwächst, oder ob die Infanterie besser zusammenwächst. Alles das habe ich für das Regiment getan, nicht für mich alleine, nur für euch. Ja, und grundsätzlich vergesst niemals, ich will euch nicht ärgern, ich will euch nur besser machen als alle anderen. Gut. Da werde ich mir jetzt das TS-chen wechseln. Das ist das TS, wir werden den Channel wechseln. Und dann werde ich ins kalte Wasser geworfen. Dann geht's los für euch. Ne? Freut euch. Los geht's. Da. Da bin ich wieder. Gut, unter mir, Leute. Das ist die Infanterie. Wer irgendwann mit Jägern und Decker sind. Gut, dann beide Escape drücken, Nation, Österreich auswählen und in die Linie eintreten. Die wollten kurz mal testen, weil die eine neue Verteidigungsformation haben. Wir haben jetzt ein paar Runden mit Infanterie gespielt und hat nicht funktioniert. Zwei kleine Linien bitte. Spielt ihr jetzt? Kavallerie oder was? Ganz kurz. Gut, Kommando zurück. Die werden jetzt Nation Österreich auswählen und die Kavallerie Husaren. Tomorrow also, hinten anschließen in die Linie. Das ist ziemlich OP. Muss ich sagen. Einfach nochmal Escape Nation, Zuschauer und dann Husaren nochmal auswählen. Und dann einfach mit hinten antreten. Jetzt mal, das richtet sich an die Kavalleristen. Was ist euer Vorschlag, wie wir das am besten lösen? Ich würde sagen, Kavallerie-Ring durchbrechen und auf die Jäger. Ich würde Hälfte-Hälfte machen. Die Hälfte versucht die Kavalleristen abzulenken und der Rest reitet einfach mal durch. Panda, was sagst du? Das Problem bei denen ist, dass sie die Formation nicht mit den gleichmäßigen Lücken halten. Das heißt, wenn man die Formation in gewisser Art und Weise schon minimal aufbricht, ist es denen nicht möglich, diese Lücken wieder zu schließen. Und da ist ein Adler bilden und durchbrechen. Ah, verdammt. Ja. Immer zu einfaches Ziel. Was? Könnten sie uns probieren, uns quasi erstmal neben diesem Kreis anzureiten, ein paar Leute wegzusnacken und dann nach innen auf die Jäger zu gehen? Also, wäre möglich.
Dann aber am besten die Kavalleristen von hinten anreiten, weil sie dürfen nur den Rechtsschlag drin haben. Das heißt quasi von hier aus so rauflaufen, meinst du? Von hier aus und dann links an den vorbei. Mach doch einfach, splitter doch einfach die lange Linie. Einer links, einer rechts vorbei, lass die Jäger versuchen auszuschießen, dass sie keine Munition mehr haben und versucht die Kavallerie darauf auf euch auszurichten, dass sie auf euch losgehen, auf Einzelne losgehen und dann greift die restlichen, die nicht gerade im Charge sind, reite direkt auf den Kreis zu. Gut, dann machen wir das jetzt erst einmal so, Doppellinie bilden. BTS. Von hinten nach rechts vorne. Genau, von hinten nach rechts. Was soll ich jetzt auswählen, weil es redet meiner. Österreich Husan. Dankeschön. Das heißt, Bremsen los, nach rechts vorne kommt. Dann die rechte nach Linie rechts. Führen. Wir werden das jetzt einfach so machen. Die linke Linie mit mir wird die Kavallerie wird bei uns quasi den Kreis um die Kavalleristen ziehen und dabei die Kavalleristen angreifen, während Bremsen mit seiner Linie nach innen durchstoßen wird und die Jäger angreifen wird. So gehen wir erstmal in den Kampf. Danach probiert ihr die Gegnerkampf einerseits zu töten, weil wir sind mehr als die, und andererseits noch auf die Jäger zu gehen. Data bietet dir kein leichtes Ziel. Xeron, du kannst sowieso nicht reden. So, wir sind bereit. Dann vorwärts, also mehr nach Marsch. Wenn ich sage aufsplitten, geht die rechte Linie nach innen und auf die Jäger. So, in der Marsch. Aufsplitten, Charge! Denk dran, die so, linke Linie bleibt aus und greift die Kaffe an. Nach innen, bei Bremse nach innen. Ja, ist so. Probiert, geht auf die Jäger, Leute. Geht auf die Jäger, jetzt in den Kreis rein, in den Kreis rein, kommt schon, die sind, die haben keine Schüsse mehr, die Hälfte. Okay, jetzt müssen wir perfekt. Das haben wir jetzt, können wir nicht, Sonntag. So Leute, dann bin ich wieder in der Doppellinie hinter mir. Lebt er noch? Bin ich der Letzte, der lebt? Ne, es gibt noch zwei andere. Einer auf dem Pferd, einer auf dem abgesessen. Ey, mein Pferd, ich bin froh. Jetzt sind wir tot. Danke, Sion, das riecht auch, was du dir gerade verbirgt. Panda, du fährst jetzt die innere Linie, wenn meine Bremse nicht da ist. Jawohl. Wolltest du noch was sagen? Vielleicht wird es einfacher, einfach direkt loszubrechen, weil ich glaube nicht, dass die Kavalleristen sich dann an ihren eigenen Teammates da durchprobieren können, weil wir können sie umreiten und so, also die polnische Kavallerie kann das nicht tun. Wichtig also ist, ihr müsst die Schüsse Richtung rauslocken, ihr müsst die Schüsse rauslocken, sonst ist es so gefährlich, direkt drauf loszureiten. Die schießen euch einzeln nach, die schießen euch alle runter vom Pferd. Ihr müsst darauf warten, also ihr müsst darauf achten, dass die Schüsse draus sind. Erst dann dürft ihr in den Kreis rein. Ja, Mike, du musst es vorstellen, die stehen dort in dem Block, ja? Die sind recht eingeengt, es können maximal die Hälfte auf die schießen. Wird reine, eine 10-Mannschaft geschätzt so drumherum, und wenn wir dort einmal durch sind und die Jäger angekratzt haben und die dann auch ihre Schüsse verschossen haben, vielleicht ein, zwei von uns mitgenommen haben, ist es doch recht unwahrscheinlich, dass die dann nochmal was ausrichten können, weil die preußischen Kavalleristen nicht die Jäger umreiten können, wie wir das können, weil die dann stecken bleiben würden. Richtig. Ja. Also los geht's. Wird durchschreiten. Also, los, Männer Marsch. Richtung wechseln. Oder stackt euch nicht gegenseitig. Bildet hier eine Doppellinie, jetzt wird die linke Linie nach innen gehen. Charge! Reitet sie drüber, reitet über sie drüber! Lass die Jäger nicht einfach. Das ist, ich hab sogar ihn fast erledigt. Oh, ernsthaft. Man sieht auf jeden Fall, wir haben die Jäger stark dezimiert. Müsst eure Chance sehen, Männers. Wenn ihr seht, ihr könnt durchschreiten, dann reitet durch. Versucht nie einen Kill zu machen, wenn die alle einen Block drin haben. Dann reitet einfach durch, reitet sie einfach um. Ne? Oder? Wie siehst du das, Panda?
Wenn die alle einen Block drin haben, würde ich euch durchschreiten, oder nicht? Ja, wenn sie Block drin haben, sind sie eigentlich tot, weil nur mit dem Schlag sind sie bedrohlich. Wenn sie blocken, kann man sie umreiten und wenn man sie angeritten hat, sind sie nicht in der Lage zu blocken und man kann sie einfach töten. Also, wenn ihr seht, ihr reitet jemand durch, ja, dann versucht sofort hinterher zu reiten und dann Kills abzustauben. Also Leute, wenn es welchen Charge geht, dann ist es entweder so, dass ihr außerhalb der preußischen Kavallerie reitet, entgegengesetzt deren Richtung um die angreift, somit die preußische Kraft zwischen euch und den Jägern ist, dann werden die Jäger nicht auf euch schießen, weil sie keinen Teamkills riskieren wollen. So, die andere Möglichkeit ist, dass ihr nach innen geht, aber wenn ihr nach innen geht, müsst ihr direkt auf die Jäger drauf. Das müssen dann mehrere tun, weil dann die auf euch schießt werden. Und ihr werdet direkt drauf gehen, nicht in Kreise um die ziehen, weil dann werden alle nacheinander auf euch schießen. Dann müsst ihr innen komplett direkt drauf gehen, durchreiten und sie absnacken und umreiten. User left your channel. User joined your channel. Soweit verstanden? Oh ja, als Adjutant. Das ist doch schön, dass wir jetzt anders verstanden haben. Männer Marsch. Kann der Fighter bitte hochkommen nach vorne? Jawohl. User left your channel. Achtung Leute, wir ändern wieder die Richtung. Innen, verlangsamen in der Kurve, Leute. Ich spiele mit eurem Tempo. Wenn ihr einmal mit vollem Tempo in die Kurve geht, macht ihr eine vierte große Kurve. Und Charge. Es bleibt erstmal außen. Probiert die Kraft zu dezimieren. Geht nicht Yolo rein. Danach geht ihr nach innen auf die Jäger. Und jetzt durchbrechen nach innen auf die Jäger. Auf die Jäger. Also innen auf die Jäger. Reicht, Leute. Alter. Bring Chaos da rein. User left your channel. Das ist der Automap Change. Mike, ich würde davor schon, dass du die Anwesenheit so kurz machst. Ich? Du bist Bremse? Ja, Bremse ist ja gerade abwesend. Oh. Ja, ich dachte, wir hatten die schon gemacht. Ja, du warst dran, alle anderen noch nicht. Weil wir da mit der Kaff angefangen haben. So habe ich eigentlich Unteroffiziere. User left your channel. Damit sie abwesend sind. Vielleicht, ja. Gut, ich bin zwischen kurz für das kurze Bild. Ich muss die Anwesenheitskontrolle machen, weil sie gepennt haben. Das war Bremser. Und die Kaff. Wait Wizard. Gab es irgendeinen Befehl, dass du reinjoinen sollst? So. Sonntag. Hoffe ich. Welcher ist heute? Der 10.7. Der 10.7. Ist schon alles eingetragen. Ich dachte, eigentlich ist nur Janus eingetragen, oder? So, tomorrow? Anwesend, Herr Oberleutnant. Congratulations. Montag nicht. You've won a trophy. Das ist vor meiner Maus, ja gut. Gut, ich fange nochmal von oben an. Also Bremse, Schmidt ist abgemeldet, Simco. Anwesend, Oberleutnant. Janus. Meldung für Mittwoch bis Freitag. Anwesend, Herr Oberleutnant. Felix. Bimo. Friedrich. Rabo. Alexano. Bauxit. Zedimizent. Freeman. Flexifix abgemeldet. Jack Osman abgemeldet. Jay. Lacuna, Mr. Fruchtig, Pineapple, Skipper, Torin. Anwesend, Herr Oberleutnant, bin aber gerade erst gekommen. Okay, ich Niklas. Ich bin im Stoff. Eine Runde. Nicht Spaß. Niklas. Mich da. So, Jan. Beat Wizard. Abgemeldet. Anwesend, Oberleutnant. Oh, sind doch da, sehr schön. X-Ron? Nee, Siron. Siron. Da oder nicht da? Anwesend, Herr Oberleutnant. Gut, Henning? Bibo? Anwesend, Herr Oberleutnant, Abmeldung für Slime Battle. Ist Henning für Sonntag abgemeldet oder wann war er abgemeldet? Dragonfight? Ist ja nie da. Henning ist für Sonntag abgemeldet. Ich weiß. Dragonfight? Also. Exhaust? Dann Jürgen. Jürgen der Krieger? Auch nicht da. Kuchen? Nicht da. Silly Konspari, was für ein Gerät? Ich glaube, der ist auch nicht da. Volllost? Anwesend, Herr Oberleutnant. Abmeldung für Montag und Mittwoch. Alles klar, Vollnot? Anwesend, Herr Oberleutnant. Centurio?
User joined your channel. Cobra? Anwesend, der Oberleutnant, keine weiteren Abmeldungen. Sehr schön. Tinulus? Tinulus. Anwesend, der Oberleutnant.